Charles Fraser. Das Sherlock Holmes Halloween Spezial. Das Geheimnis des Jack O'Lantern. Gelesen von Andreas Lange. Damals. Mr. Oldfield, sagte die Hebamme, als sie vor die Türe trat, die in die kleine düstere Kammer hinter ihr führte. In den Händen hielt sie ein kleines Bündel, das sie schützend an ihre Brust gedrückt hielt. Sie haben einen kleinen Jungen bekommen. Doch dann verschwand auch schon das zarte Lächeln, das eben noch das Gesicht der Alten umspielte, und ihre Lippen verzogen sich zu einem schmalen Strich. »Ihre Frau«, sagte sie leise und machte eine kleine Pause. Mr. Oldfields Miene blickte die Hebamme ausdruckslos an. »Sie hat es leider nicht geschafft.« Sie ließ einige Minuten verstreichen, um Mr. Oldfield Zeit zu geben, zu verstehen, doch der Mann blickte nur weiter ausdruckslos auf den Boden. Die alte Hebamme machte zwei Schritte auf Mr. Oldfield zu, streckte vorsichtig das kleine Bündel in ihren Armen nach vorne, doch eine plötzliche Bewegung des Mannes ließ sie das Kind wieder schnell an ihre schützende Brust drücken. »Ich will den verfluchten Balg nicht haben! Sie können ihn behalten!« schrie Mr. Oldfield mit tränenerstickter Stimme los. »Er hat mir meine Mary genommen!« »Aber Mr. Oldfield«, sagte die alte Hebamme mitfühlend und wiegte das Kind dabei beruhigend im Arm. »Es ist ihr Sohn. Er kann nichts dafür. Er braucht die Liebe seines Vaters jetzt umso mehr.